Hallo nach Deutschland. Moin, moin. Moin, moin. Salam alaikum. Malaikum salam. Genau. Ja, Tag 4 unseres schönen Winterexkurses oder Weihnachtskurses, also Weihnachtstrips. Ja, wir schreiben den 25. Dezember. Und man muss sagen. Ich schreib mich. Ja, es ist schön warm. Jo, heute auch wieder so. Also wenn kein Wind geht, ist es eine trockene Wärme. Es ist eine angenehme Wärme, aber dann ist es schon. Und wir haben ja auch so ein bisschen Lüftchen hier und dann ist das ganz angenehm so. Ja. Gestern hatten wir ein schönes Weihnachtsessen, schön großes Buffet. Ja, aber Wahnsinn, das war echt ausreichend. Und die haben sich auch so richtig Mühe gegeben mit Melonen, Melonen geschnitzt. Genau, so. Geschnitzt. Das sah richtig bombastisch aus. Hat auch alles irgendwie geschmeckt. Jo. Und das war schon, also die haben sich viel Mühe gegeben, muss man sagen. Ja, und das ganz Witzige war, ich hätte fast gesagt, das Schöne war, das Witzige war ja, es gab, wie heißt das? Wie will ich Türkei sagen? Turkey? Turkey? Also, Turkey. Also, Gänsebraten. Nicht Gänsebraten, wie heißt das? Truthahn. Und der war so zart, wie ich ihn in Deutschland noch nie gegessen habe. Ach, der war lecker. Also, das war richtig auch was für mich, weil ich brauche das ja so ein bisschen, ich sag mal, da war aber zwar, ja, ich sag mal, dieses Brustfleisch, aber trocken saftig, also so wie du ja sagtest, der war schön zart, saftig, trocken, also richtig wert für mich. Bei der ersten Rutsche, die ich mir geholt habe, war es, ich weiß nicht, aus welchem Bereich das war, da war das so richtig schön fluffig lecker, so richtig weich. Ich habe nachher darauf bestanden, Keule zu kriegen und die war trocken, das ist genau umgekehrt, wie es zu Hause eigentlich wäre. Ein paar Hühnchenbeine noch, er fragte mich, ob ich, zeigte da drauf, ich sage, ja, kikiriki, wusste aber, was ich meinte. Und die waren heiß, die waren allerdings auch schon wieder so etwas rustikal gebraten. Aber ich sag mal, lieber verbrannte Haut essen, als verbrannte Haut haben. Deswegen müssen wir viel im Schatten gehen. Nein, Sonnenstich haben wir noch nicht. Nein, noch nicht. Ja. Und interessant ist auch diese Freundlichkeit, die hier ist. Also das ist echt der Hammer. Und wir hatten gestern den Abend quasi, saßen wir an einem Tisch mit einem netten Pärchen, der Heike und dem Peter. Und war sehr lustig, ne? Ja, war ein schöner Abend. Also, war schöne Gläschen Wein dabei. War sogar ein anderer, als wir sonst kriegen. Ja, der hatte sogar ein bisschen. Der hat auch Alkohol gehabt. So den wir sonst immer abends haben, das ist mehr so ein leichter Wein. Also ich denke, der hat mal neben dem Alkohol gestanden, aber lecker, fruchtig lecker. Eben. Ja, was heute noch kommt, wissen wir jetzt noch nicht. Wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal schnorcheln. Aber wenn ihr Lust habt, seid neugierig, kommt mit. Wir nehmen euch gerne mit. Ja. Bis später. Später. The walls are looming, keep caving in on us. The waves keep forming, keep crashing in my thoughts. When the time's right, we're gonna get all that's good. When the time's right, oh, when the time's right. Get inside the stream.
nothing left to do. Stranded and beaten, waiting to see. Jetzt hier beim Cocktailempfang in unserem Hotel. Und gleich gibt es die große Weihnachtsgala. Mhm. Was soll das sein hier? Nicht mal lecker essen, so viel wissen wir schon mal. Jo. Ja. Denke ich mal. Frohe Weihnachten, mein Schatz. Frohe Weihnachten. Euch auch. Nachträglich. Hallo ihr Lieben. Moin Moin. Ja, heute haben wir uns mal in den Pool begeben, weil der Uli geht es heute nicht so gut. Hast du ein bisschen Sachen angehen lassen? Ja, so das Übliche, was man in den Ländern immer mal kriegen kann. Genau, Montezumas Rache nennt sich das. Ja. Naja gut, ist halt so, aber ist auch ganz nett. Jetzt sehen wir mal diese Perspektive, wir waren die ganze Zeit immer noch am Strand. Mittlerweile ist Weihnachten vorbei. Ja, wir haben jetzt den... Was haben wir denn jetzt? Heute ist der 29. 29. Sonntag der 29. Ja, es ist, jeder Tag ist hier sonnig und schön und warm und da kann man die Wochentage schon mal ein bisschen verwechseln. Ja, wir haben also die Zeit, also ein bisschen liegt dazwischen. Wir wollten jetzt auch nicht nur immer Frühstück auf der Liege liegen und irgendwann Spaziergänge filmen, das macht keinen Sinn. So. Ja, der nächste Event ist auf jeden Fall Silvester. Das ist, was haben wir heute, den 19. Übermorgen. Gibt es hier wieder eine große Gala, mit nachher auch noch mit Tanz und mit einem Zampano. Aber wie ich uns kenne, werden wir da sowieso schon selig wieder schlummern. Wir hatten mal versucht, hier mit der Welt noch Kontakt zu halten, indem wir dann mal für 60 Minuten Internet machen wollten. Das kostet hier schlappe 5 Euro für 60 Minuten. Das wäre ja noch gegangen. Nur wir haben da jetzt auch gelernt, also aufpassen, ne, wenn das Handy einen Kratzer hat, dann funktioniert das WLAN nicht. Ja. Das ist genau wie mit dem Auto, wenn das einen Kratzer hat, geht die Hupe nämlich auch nicht. Nee, wir haben keinen Sonnenstich. Das ist einfach dem geschuldet, dass ja, ich bin durch den ganzen Saal gelaufen. Ich habe zwar mal habe ich das WLAN gesehen, mal habe ich es ja nicht gesehen. Dann hatte ich WLAN, dann konnte ich aber keinen weiter aufbauen. Also ich habe die meiste Zeit damit verbracht, durch die Gegend zu rennen und irgendwo zu gucken, dass ich einen Empfang kriege. Und ich bin dann ganz erbost zur Rezeption, habe gesagt, funktioniert nicht. Hat er gesagt, Kratzer auf dem Handy-Defekt. Und Handy-Defekt, dann kein Empfang. Dann habe ich gesagt, das Handy ist gerade mal 2 Monate alt und ist tiptop vom Feinsten. Und dann sagt er, waren ja auch Kratzer. Nur an der Außenhülle, ne? Ja, an der Außenhülle. Ich habe da so eine Panzer, wie nennt sich das? Weiß nicht, eine Panzerhülle. Oder? Also mir ist das Handy tatsächlich schon aus 2 Meter Höhe, nein, die 2 Meter Höhe nicht, aber aus 1,50 Meter runtergefallen und ich habe genau in dem Moment dagegen getreten. Es ist vor mir hergeschossen auf dem Asphalt.
Davon sind ein paar Kratzer dran, aber das heißt nicht, dass wir keinen Empfang haben, weil woanders funktioniert das nämlich. Ja, fand ich aber lustig irgendwie. Ja. Also ihr wisst Bescheid, Kratzer im Auto, geht die Hupe nicht. Ja, genau. Beule im Auto, ist der Motor im Arsch. Ich meine, man hat zwar die Möglichkeit, auf jeden Fall irgendwo auch eine ägyptische SIM-Karte zu kaufen, macht aber für uns keinen Sinn, weil bei Freddys Handy ja diese komische feste Hülle ist, da müsste man dann... Die Imbusschlüssel oder haben. Imbusschlüssel, das genau. Sind, glaube ich, 10, 12 Imbusschrauben, die man erst öffnen müsste, um an das Handy ranzukommen. Ja, und dann ist das Problem, haben wir natürlich nicht dabei. So. Aber ist uns auch nicht wichtig. Nein. Also in erster Linie wollten wir nur Weihnachtsgrüße noch versenden, was leider nicht funktioniert hat. Und naja, was ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, die Filme kommen alle erst im neuen Jahr. Bei uns ist noch das alte Jahr. Wenn ihr das seht, ist es schon das neue Jahr, wahrscheinlich dann schon Ende Januar. Also muss ja auch alles noch geschnitten werden und auch noch formschön zubereitet sein, damit ihr auch Spaß dran habt. Genau. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, kein Smartphone im Urlaub zu haben. Also Smartphone zwar dabei, aber kein Empfang zur Außenwelt. Also kein Internet etc. pp. Ja. So. Also ich bin da ganz entspannt mit. Nein, ich habe da ja. Sowieso nicht immer an der Frau. Also. Also ich bin zu Hause relativ häufig am Smartphone. Hier vermisse ich es eigentlich nicht. Dazu ist einfach zu viel Ablenkung. Dazu ist die Sonne zu schön. Und ich meine, ich will euch ja nicht neidisch machen, aber am 29. Dezember haben wir mal, ich schätze mal, heute ist nur 25 Grad, heute ist ein bisschen kühler. Deswegen ja, friere ja, ich so. Ja, genau, Mensch. Wir frieren das total. Wir haben uns extra dicke Sachen angezogen. Nein, Quatsch. Mützchen auf extra, damit uns der Kopf nicht einfriert. Ja. No? Aber ansonsten alles vom Feinsten hier. Und ja, dass nicht so viel passiert, ist dem geschuldet, dass das Hotel natürlich mitten in der Wüste ist. Und ansonsten rundherum nicht viel ist. Auch das könnt ihr mal in die Kommentare gerne schreiben, was ihr davon haltet, ein Hotel zu haben, wo rundherum keine Ortschaft und nichts ist und man wirklich nur entspannen. Könnt ihr das oder ist euch das zu still oder zu still? Ist ja eigentlich nicht. Nein, man kann ja auch Fahrten buchen, das bieten die ja an, das bietet der Veranstalter an, das bietet das Hotel an, man wird ja ständig auf irgendwie was angesprochen. Aber im Endeffekt bin ich froh, dass wir das nicht gemacht haben, denn uns hat das ja letztes Jahr bei Luxor dann auch so erwischt, dass wir die Fahrt auch verschieben mussten und dann im Prinzip einen Tag bevor wir abgeflogen sind, dann irgendwann um 23 Uhr angekommen sind von der Fahrt und um 2 Uhr schon wieder aufstehen mussten, weil wir dann abgeholt wurden zum Flughafen. War ein bisschen ungeschickt, aber nutzt da nichts. Ja, also ja, natürlich kann man Touren machen. Aber was mich interessiert ist, ob ihr wirklich 2 Wochen lang nichts tun könnt. Ich wusste es vorher auch nicht, ich bin zu Hause ziemlich krabbelig, ich muss mir irgendwas machen, aber so mal vom Zimmer zur Liege und von der Liege zum Zimmer, das ist hin und wieder mal was essen und trinken. Ja, Spaziergänge kann man am Strand machen, aber das ist halt alles, ja, ich sag mal, nicht schön zu laufen, sagen wir mal so. Doch, ist schön zu laufen, aber doch nicht dann gemacht. Ja, gut, aber man hat dann nun mal halt Ruinen. Ne? Hotels, die angefangen wurden, die nicht beendet wurden. Ja, das stimmt. Rechts und links sind hier Hotels, die nicht vervollständigt sind. Dafür haben wir hier eine riesengroße Anlage. Also allein 4 Pools haben wir hier, wobei einer sogar gewärmt ist, also sehr gut gewärmt ist. Und ansonsten laufen kann man hier eigentlich viel. Also das ist eine wunderschöne Parkanlage hier. Das ist schon toll. Das ist ja schon alleine einmal den Steg entlang, dann haben wir ja schon unseren sogenannten Abendspaziergang gemacht. Hin und zurück 2 Kilometer. Aber ja, ist schön. Gut. Merkt man auch nicht, wenn man dann rechts und links her guckt. Man sieht jede Menge Schlange, haben wir gesehen. Genau, Schlange im Wasser. So einen kleinen Rochen, blau gepunktet. Ja, schön. Ja, also das ist jetzt erstmal, das ist jetzt Film 4, den werden wir jetzt mal hiermit beenden. Heißt aber nicht, dass komplett Schluss ist. Wir wollen euch noch nur so ein bisschen die Anlage zeigen, unser Zimmer zeigen, also alles, was drumherum ist um diese Anlage, weil das ist wirklich zeigenswert. Und dann kommt die Silvestergala und mal gucken, was sich da noch ergibt. Also ihr werdet von uns noch weiter genervt. Bleibt dran. Bleibt dran. Und wenn ihr Fragen habt über das Hotel, fragt uns. Genau. Wenn wir beantworten können, macht das. Und ihr habt schon gemerkt, wir sagen das nicht so oft, weil wir davon ausgehen, dass ihr das sowieso dann macht, wenn ihr Lust dazu habt. Also ruhig ein Like für uns, weil wir möchten ganz gerne, dass noch andere uns sehen können.
Und je mehr geliked wird, desto mehr werden wir gezeigt, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja. Und ja, wer sich noch nicht angemeldet hat, einfach mal anmelden und abonnieren. Ja, weil, genau. Und Glöckchen. Ja, gibt es noch. Also, man müsste eigentlich mal so ein Video machen darüber, wie die Leute sich verhalten. Also, wir werden ja auch bei Facebook gesehen, wenn ich das bei Facebook verlinke. Und die meisten Leute wissen gar nicht, dass man sich bei YouTube anmelden kann, ohne dass es irgendwelche Folgen hat. Die meinen immer, das ist dann ein Abo und das kostet dann Geld. Klar, man kann auch YouTube abonnieren und zahlt dann, ich glaube, 12 Euro oder was im Monat. Aber das hat damit nichts zu tun, das ist eine andere Geschichte. YouTube kann jeder nutzen, man muss es nicht unbedingt nutzen, kann sich aber trotzdem anmelden und kann dann eine ganze Menge Sachen, die einem gefallen, dann auf Abo setzen und hat da jederzeit Zugriff drauf, kann viel lernen im Internet und kann viel sehen und nette Leute wie uns kennenlernen. Ja. Wo? Auf jeden Fall. Also ruhig anmelden, abonnieren und ja, je mehr Abonnenten wir haben, desto besser gelaunt sind wir. Sehr schlecht gelaunt geht uns ein bisschen. Ja, und immer einen dummen Spruch auf den Lippen haben wir auch für euch. Also ich nicht. Ich, auch du auch. Ja, na gut, sind wir uns einig, ist gut. Du wolltest doch mal wieder ein. Ja, und damit würde ich sagen, tschüss aus Ägypten ins ferne Deutschland. Wahrscheinlich jetzt mit, wir wissen noch nicht mal, wie das Wetter zu Hause ist. Keine Ahnung, wir wissen nichts. Auf jeden Fall haben wir mehr Sonne. Aber ich meine, wir haben schon hier jetzt heute eine Wolke gesehen und haben schon gedacht, der Sturm des Jahres wird hier drauf kommen und wir werden im Regen ertrinken. Okay, nach 5 Minuten war die Wolke weg. So eine Kleine am Himmel und die war weg. Also Ägypten hat 100% Sonnengarantie. Also da gibt es keinen Regen, keine Wolken. Wir haben über Saudi-Arabien gestern so ein paar Wolken gesehen, aber die waren auch schnell wieder verpufft. Gut, somit ab in die Ferne. Tschüss in die Ferne. Tschüss. Salam alaikum.